Hallo ihr Lieben, ich muss euch unbedingt noch was zeigen und zwar habe ich ein Geschenk bekommen von einer lieben Freundin. Ich kenne sie aus unserer Gemeinde und eigentlich wohnt sie aber in Dubai. Und sie hat mir aus Dubai Bastelsachen mitgebracht. Sie ist nämlich auch eine Basteltante und ja, hat auch ein schönes Bastelzimmer und hat mir ein paar Sachen mitgebracht. Und die zeige ich euch mal. Dann habe ich hier erstmal so ein hübsches Tütchen. Da hat sie mir die ganzen Sachen reingetan. Und ihr habt schon gesehen, als erstes hat sie hier solche Stoffbahnen mir reingemacht und ja, die kann man für ganz, ganz viele Sachen verwenden, als Tischdecke oder als alles Mögliche. Ich versuche hier mal den Anfang irgendwo zu finden, aber davon sind es, glaube ich, sogar mehrere. Von dem anscheinend auch. So, ich weiß hier gar nicht, wo hier der Anfang ist. So, jetzt habe ich ihn aber, glaube ich, ja. So, das ist der Anfang, genau. Und da hat sie mir also zwei solche Stücken rot, dann zwei Stücken Gold, zwei Stücken in so einem Lila und zweimal Silber und zweimal Weiß. Ja, und ich finde dieses Zeugs hier super, super gut, um auch Geschenke zu verpacken. Das hat immer so einen ganz edlen Touch, wenn man da Geschenke drin verpackt. Aber man kann es jetzt auch als Tischläufer benutzen oder eben für ganz viele Sachen. Ich mache jetzt aber das Gummiband hier erstmal wieder drum, weil ich es dann besser verstauen kann. Ja, und das ist natürlich was Besonderes für mich, weil erstens ist sie natürlich nicht so häufig in Deutschland und wenn sie dann in Deutschland ist und mir dann noch was mitbringt, dann ist das natürlich nochmal so ein Highlight. Und ich passe jetzt einfach mal hier rein, hole mal so nach und nach die Sachen raus. Das hier ist ein Garn, das eigentlich zum Häkeln ist, aber das kann man auch für ganz viele andere Sachen nehmen und sieht wunderschön aus, weil das so schön glitzert und glänzt. Und da sind, ihr seht das glaube ich in der Kamera nicht so gut, aber da sind wirklich noch so kleine Silberpünktchen drin, die so glitzern. Total schön. Und das gleiche hat sie mir auch noch mal in rosa mitgebracht und da sieht man glaube ich das Glitzer ein bisschen besser. Ja, es glänzt an sich halt schon und hat dann noch mal diese Silber Glitzerpünktchen drin. Dann hat sie mir so eine Rolle hier mitgebracht und zwar ist das so ein Seidenband und da ist, weiß ich gar nicht wie viel hier drauf ist, kann ich nicht sagen. Also gemacht sind die Sachen in China und das ist anscheinend hier die Währung aus Dubai, nehme ich mal stark an. Ich bin noch nicht selbst da gewesen, deswegen kann ich es nicht sagen. Es reizt mich immer, sie dort mal zu besuchen, aber ja, es ist ein langer Flug und der Flug ist auch nicht günstig dahin. Gut, wohnen würde ich dann bei ihr, aber oder bei den beiden, ist natürlich ein Ehepaar, aber ja, wie gesagt, mein Mann hat im Moment leider auch gar keine Zeit, deswegen alleine weiß ich nicht, ob ich da jetzt hinfliegen würde. So, dann hat sie mir solche Bänder hier mitgebracht und die sind 50 mm und auch die sind irgendwie in China hergestellt und ich gucke gerade mal, ob ich das hier mal rausholen kann. Also anscheinend gibt es auch in Dubai Geschäfte, wo dann Sachen aus China verkauft werden. Jetzt muss ich mir das hier mal genauer angucken, was das hier ganz genau ist. Ach, guck mal, das ist gar nicht. Ich habe gedacht, das wären so einzelne Bänder, aber sind es gar nicht. Das ist hier mit so einem Plastik aneinander festgemacht und anscheinend kann man das entweder hier abmachen und dann hat man hier in der Mitte so ein Band und wie so eine Schlaufe und da muss ich mir echt mal angucken, was ich damit machen kann. Also anscheinend könnte ich jetzt das hier irgendwo abschneiden. Weiß nicht, ob das hier zusammengeklebt, nee, ist alles offen und dann kann man hier immer was dazwischen packen. Also
könnte quasi so eine runde, ein rundes Teil hier zwischen machen und dann hat man das hier so drumrum. Da muss ich mir echt mal überlegen, was ich damit anstelle. Ja, total witzig, habe ich noch nie gesehen sowas. Keine Ahnung, also wenn einer von euch weiß, was das genau ist und was man damit macht, dann bitte gerne unten in die Kommentare. Und genau das gleiche hat sie mir nochmal in so weiß und dann auch so irisierend, also Regenbogen schimmernd. Ihr könnt es, glaube ich, nicht so gut sehen. Ich mache es nochmal auf, wie die Tüte irgendwie so spiegelt. So, jetzt seht ihr es, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, schimmert halt schön bunt, aber hauptsächlich rosa. Ja, und wie gesagt, wenn ihr wisst, was genau das ist und was man damit macht, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann hat sie mir hier solche Art Pfeifenreiniger mitgebracht. Und zwar so ganz bunte. Ja, und da kann man natürlich auch coole Sachen draus machen. Oder für Schmetterlinge, die dann als Fühler nehmen oder so. Da kann man ganz viele Sachen zu machen. Da muss ich mir mal ein paar Videos zu angucken, was die Leute damit so gemacht haben. Um mir da ein paar Ideen zu holen. Dann für mein Nähzimmer solche Paillettenbänder, einmal in Gelb und einmal in Grün. Dann sind hier Sticky Notes drin, unten immer mit Love drauf. Und hier sind 30, immer 30 Stück auf diesen Teilen drauf und eben in 5 verschiedenen Farben. Ganz süß. Hier habe ich noch ein Seidenbändchen und zwar in Lila, ein bisschen dicker, also ein bisschen breiter, ist auch so schön schimmernd. Hier habe ich ein paar Strasssteinchen und zwar sind das solche Blumen, ja, gar nicht richtig Strasssteinchen, sondern eher so. Ja, ist auf jeden Fall aus Plastik, ist so ein bisschen dicker und vielleicht könnt ihr es sehen, die schimmern eben auch so ganz, manche schimmern bunt, diese hier, die schimmern ganz bunt und die anderen, die schimmern dann eben nur in ihrer Farbe. So, und die scheinen dann auch, ach guckt mal, hier oben habe ich dann solche Teile drin, da könnte man später hier das Plastik, also diese Pappe rausnehmen. Wenn das mal leer ist und könnte sich da Deko reinmachen und könnte dann gleich eben so ein Teil zum Streuen. Ja, und hier dann nochmal die arabische Schrift. Finde ich auch immer ganz witzig. So. Jetzt hole ich mal die ganzen Sticker raus, die sie mir hier mitgebracht hat. Und zwar solche Herzchen. Die schimmern unten drin auch in bunten Farben. Das könnt ihr, glaube ich, wieder nicht sehen. Ja, das Problem mit den Lampen ist, entweder reflektiert es zu dolle oder ja, wenn ich sie ausmache, ist es zu dunkel. Aber okay, ihr seht es nicht, aber wenn ich es in bestimmte Richtung halte, dann ist es hier auch so ganz bunter Schimmer noch drin. Für mein Nähzimmer hat sie mir Stecknadeln mitgebracht. Ja, die kann man sowieso immer gebrauchen. Das ist immer cool. Und hier habe ich Herzchen. Und zwar sind die immer so übereinander, also doppelt gelegt quasi. Die sind aus Filz. Und sind hier immer 2 Stück. Achso, das sind 2 Lagen. Deswegen. Achso, ich habe gedacht, das wären so 2 übereinander. Nee, selbstklebend. Selbstklebende Filzherzchen. Und dann eben 2 Lagen sind hier drin. Ja, auch total süß. Rote Herzchen gehen immer, ne? Und dann habe ich solche Herzchen hier bekommen. Ja, und das hier fühlt sich so ein bisschen an wie so Harzteilchen.
Also echt schon fest, fast so wie Glue-Dots oder so ähnlich. Also schon ein bisschen fester. Ich mache die gerade mal auf. Ja, und auch wenn man die rausholt, also die sind zwar sehr, sehr dünn, sehen aber aus und fühlen sich an wie so kleine Harzteile. Ja, auch total cool. Und dann haben wir noch diese Herzen und auch die schimmern ganz bunt unten drin in diesen Punkten. Mega schön, ah, da könnt ihr es vielleicht ganz gut sehen. So, und eine Sache habe ich hier noch in meinem Tütchen. Und zwar sind das Datteln. Und dann hat sie hier so ein Schildchen dazu gebastelt und hier auch so ein Blümchen, wie ich auch hier in meiner Dose habe. Das Blümchen hat sie dann noch dazu geklebt und Love drauf geschrieben und hinten Wish you a harvest of blessing. Ja. Und diese Datteln hier sind was Besonderes, weil die sind nämlich aus ihrem eigenen Garten. Ja, hat auch nicht jeder, ne? Dann vor der Haustür oder im Garten einen Dattelbaum und pflückt sich dann eben einfach ein paar Datteln und verschenkt die. Ja, mega cool. Ist wieder so ein Problem. Ich hatte zwei Packungen, beziehungsweise wir hatten zwei Packungen. Eine für meinen Mann, eine für mich. Und ja, die Packung, die ich mir ausgesucht hatte, die habe ich direkt an dem Tag noch auf den Tisch getan, haben wir mit Tee dann sofort aufgegessen. Und ja, die, mal gucken, ob ich die jetzt wieder horte und wieder nicht esse, weil ja, ihr wisst das, wie das bei mir ist. Ich habe das schon öfter erwähnt, wenn ich was von besonderen Menschen kriege und das ist dann was zu essen, dann bringe ich es irgendwie immer nicht übers Herz, das aufzuessen. Ja, aber bringt ja auch nichts, wenn es schlecht wird. Also ich werde sie auf jeden Fall essen oder mein Mann wird sie essen. Ja, das war's. Das hat sie mir alles mitgebracht aus Dubai. Und ja, wie gesagt, für mich ist das was ganz Besonderes, weil also erstens mal, wer bekommt schon Sachen aus Dubai geschenkt? Und zum Zweiten, weil es halt eben auch von einem besonderen Menschen ist. Und dann freut man sich immer besonders. Ja, und mehr habe ich jetzt auch gar nicht zu erzählen. Ach so, eine Sache noch, das wollte ich gerade noch zeigen, auf jeden Fall. Ich räume nur ganz kurz einmal auf. Und zwar ist noch was angekommen. Und das zeige ich euch auch direkt gleich mal. Ich hatte ja diesen Wettbewerb gestartet, wo ihr was für mich basteln solltet. Und ja, mir dann zuschicken konntet oder nicht. Und mega, mega schnell sind heute schon diese Gläser hier bei mir angekommen. Ich drehe die gerade mal so, dass man überall so ein bisschen die schöne Seite sieht. Genau. Ja, die sind rucki-zucki bei mir gewesen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, deine Post geht auf jeden Fall raus. Du weißt ja, ich hatte dich leider im Wettbewerb deine E-Mail übersehen aus, ja, war halt einfach mein Fehler, weil ich gedacht habe, es wäre Werbung. Und ja, wie gesagt, du kriegst auf jeden Fall etwas zugeschickt von mir und der Umschlag geht auf jeden Fall jetzt die Tage auf die Reise. Ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für die schönen Lichter und die stehen dann bei mir in der Küche auf der Fensterbank und da kommt dann noch ein schönes Teelicht rein. Und dann werde ich mich daran erfreuen. Genau, das wollte ich auf jeden Fall auch noch mal zeigen. Ja, und wenn die anderen Sachen kommen vom Wettbewerb, dann zeige ich euch die natürlich auch noch mal in live. Und ansonsten sage ich jetzt Tschüss und bis bald.